So Leute, hallo und hiermit herzlich willkommen zu einem kleinen Trainingsvideo. Heute habe ich mal mein Armtraining abgefilmt für euch. Ja, ich erkläre jetzt einfach Schritt für Schritt, was ich da tue. Erstmal wärme ich die Rotatoren auf für die Schulter, ganz wichtig für jede Übung, die irgendwas mit den Armen zu tun hat. Mache ich mit so kleinen, ganz leichten Kurzhanteln. Ja. Ist super für das Aufwärmen der Rotatoren, ist notwendig. Das Aufwärmen der Rotatoren ist extrem notwendig, weil man sonst bei sämtlichen Schulterübungen Probleme bekommen könnte. Hier auch nochmal Armkreisen. Was wichtig ist hierbei, kontrolliertes Armkreisen. Das heißt, nicht irgendwie rumschwingen lassen, sondern kontrolliert. Dann geht es auch schon weiter mit Liegestütze. Ja, und zwar mit immer größer werdendem Push-Radius. Ja, sehr saubere Liegestütze hier. Gerade Rücken ist immer wichtig, ja, und hier schön aus dem Trizeps rausgedrückt, um auch den aufzuwärmen und natürlich auch die Brust und die Schulter mit reinzukriegen, ja. Dann geht es auch weiter mit dem ersten Aufwärmset, Kurzhantel-Curls im Sitzen. Das noch mit ganz leichtem Gewicht, 5 Kilo, einfach um warm zu werden. Da gibt es einfach 10 auf jeder Seite. Möglichst sauber das Ganze ausgeführt, das ist eben extremst wichtig, dass man auch da nicht schlampt. Ja, und halt, sage ich mal, guckt, dass man da immer saubere Bewegungen macht, um auch den vollen Bewegungsradius mit reinzukriegen und die volle Kontraktion zu erhalten. Das ist einfach nur, um sich aufzuwärmen, ganz, ganz wichtig. Ich wollte eigentlich noch einen Trizeps-Aufwärmsatz machen hinterm Kopf. Der hat aber dann nicht mehr aufs Video draufgepasst, wie man sieht. Ich gehe dann mit den Hanteln hoch, aber das passt nicht mehr aufs Video. So, und jetzt kommt auch schon der erste Satz im Stehen. Leider ist nicht viel vor mir drauf, außer halt den Arm. Den sieht man gerade so. Das sind Einarmige. Ich mache die gerne, um einfach die Isolation in einen Arm reinzukriegen. Hier auch sehr, sehr schön, wirklich fast bis ganz runter gehen, Spannung halten, bis hoch gehen. Eingedrehte Dumbbell Curls hier, das dürften circa 10 Kilo sein, die ich hier drauf habe. Das heißt, es ist noch ein relativ leichter Satz, aber es ist der erste Arbeitssatz. Auch hier sieht man schon eine leichte Ader auf dem Bizeps. Hier jetzt auch mal der andere Arm, mein schwächerer Arm. Trotzdem eine leichte Ader ist zu sehen, was ganz cool ist. Ja, ich kann noch mal kurz meine Daten reinpfeffern. Ich bin 1,90 Meter groß aktuell und wiege nur 79 Kilogramm. Das heißt, ich 69. Also ich heißt, ich wiege knapp 70 Kilo auf 1,90. Viel zu leicht bei einem Körperfettanteil von 9%. Ja, man sieht hier die Arme, sie könnten besser sein, sie könnten viel, viel besser sein, aber das ist einfach das Problem. Ich tendiere zu ektomorphem Stoffwechsel, das heißt, ich habe auch hier ein Problem, Muskelmasse im Oberkörper aufzubauen. Eher in den Beinen bin ich da eher so bewandert, ja. Ein bisschen schade. So, jetzt geht es hier aber weiter mit dem zweiten Satz, ja. Wieder Dumbbell Curls, es geht weiter jetzt mit mehr Gewicht. Das sind 12 Kilogramm. Das sieht man jetzt schon, es ist deutlich anstrengender. Immer den vollen Bewegungsradius mitnehmen, eine kontrollierte Bewegung nicht runterfallen lassen. Das sieht hier ein bisschen so aus, aber es ist eine kontrollierte Bewegung. Ja, wie gesagt, auch wirklich hier, man darf ein bisschen mitschwingen, das ist natürlich immer erlaubt. Also man darf immer ein bisschen rausschwingen, auch aus der Schulter. Ein bisschen, solange man da eine negative zum Beispiel noch mitnimmt oder ja, solange man überhaupt den Arm gut spürt, ja, weil, ne, das kann ja niemand verbieten, sage ich mal, ein bisschen zu schwingen. Solange man das spürt, ist jedem das Seine, sage ich immer. Jeder soll es machen, wie er es am besten spürt. Ich trainiere ein Jahr, bin zwischendurch 3 Monate ausgefallen. Ja, das ist praktisch jetzt die Form, seit 4 Wochen wieder auftrainiert. Ziemlich gut eigentlich. Ja, mein Plan, den ihr gesehen habt, hat sich ein bisschen verändert. Ja, hier seht ihr auch, das ist alles extrem dünn von der Masse her, ein bisschen shredded auch. Jetzt kommt der letzte Satz und der schwerste Satz, 15 Kilogramm auf einem Arm. Das ist für mich und meine dünnen Arme schon ein extremes Gewicht. Hier auch viel mitgeschwungen, aber dafür auch schön die Negativen mitgenommen. Jetzt kommt die Ader langsam raus. Das wird nachher noch richtig gut aussehen, wenn es dann an die Isolationscurls geht. Und ans Trizeps-Workout, ja, hier sieht man, die sind richtig schwer. Da muss man auch wirklich 100% geben. Ich trainiere Arme zweimal pro Woche. Da muss man zweimal pro Woche wirklich versuchen, 80 bis 110% zu geben. Manchmal kann man es nicht so hart, weil man irgendwie verkrampft im Unterarm und dann ist das scheiße oder weil man einfach doof gegessen hat. Deswegen kriegt man dann keinen guten Pump oder sonst irgendwas. Es kann immer irgendwas sein, deswegen immer versuchen,
so gut wie möglich zu machen, hier ein bisschen helfen, das geht immer, und schön runterlassen. Ja, das merkt man jetzt. Jetzt kommt so ein bisschen der Pump. Man sieht schon, mein Bizeps ist eher klein, aber er ist schön rund und ein bisschen rausdefiniert. Das ist ganz gut. Jetzt sieht man dann hier in der nächsten Übung Concentration Curls, hier Aufwärmsatz der Concentration Curls mit ganz leichtem Gewicht. Das sind 5 Kilo. Das sieht man auch wunderbar. Die Schulter arbeitet natürlich immer ein bisschen mit. Das kann man fast nie verhindern. Ja, wie gesagt, die Ader kommt jetzt langsam schön raus. Auch der Arm, der wird von Wiederholung zu Wiederholung aufgepumpt. Hier sieht man auch schön, dass der Bizeps so eine kleine Pike hat. Also so eine ganz kleine, auch auf dem anderen Arm. Ist wichtig, den Ellenbogen nicht auf das Bein zu legen, sondern nur an das Bein so anzudrücken, damit man eben das wie auf so einer Bank schön konzentriert macht. Jetzt geht es weiter hier mit 10 Kilo. Wir gehen dann schon nur noch 4, 5 Stück. Danach muss geholfen werden. Jetzt sieht man schon, ich kam nicht mehr hoch. Jetzt werden die Negativen mitgenommen. Das ist ganz wichtig, auch wenn man nicht mehr kann. Hochhelfen und die Negativen mitnehmen. Das ist ganz schwierig für den Anfang. Es bringt aber extrem viel. Jetzt sieht man auch hier langsam, wie so eine richtig schön breite Kugel entsteht. Das ist wie so ein Tennisball, der da drinne ist, mit so einer schönen Ader drauf. Ja, das heißt, dadurch kriegt man diesen wunderbar runden Bizeps, ja. Bei mir nicht groß, aber er ist rund, immerhin. Dann 12 Kilo. Auch wieder schön die Negativen mitnehmen. Jetzt ist der Arm richtig aufgepumpt. Man sieht das jetzt schon. Auch der Bizeps bis zum Limit rausgepumpt. Jetzt ist hier gerade ein scheiß Geräusch. Also, ja, im Prinzip richtig gut rausgepumpt das Ganze. Und jetzt hier nochmal die letzte hochholen. Ich weiß nicht, ob es die letzte ist. Vorletzte war es. Und jetzt schön langsam runterlassen. Da ist die Ader auch schön am Start. Dann hier der andere Arm, sieht man leider nicht so gut. Aber es ist ja auf jedem Arm irgendwo dasselbe. Ja, hier so ein bisschen ist es ein bisschen eingedreht, also so ein bisschen zum Körper hin. Das macht aber auch nichts. Jetzt geht schon zu den SZ-Curls rüber. Nicht viel Gewicht, das sind glaube ich 25 oder 30 Kilo. Ich bin mir gar nicht sicher. Aber nach einem guten Training, wie wir gerade gesehen haben, ist das schon anstrengend. Hier auch extrem mitgeholfen. 10 Stück versuche ich immer zu machen, möglichst viel Negative mitzunehmen, die Spannung zu behalten. Da sieht man dann auch schön, wie der Bizeps arbeitet, ja. Ist eine richtig schöne Übung, damit habe ich angefangen. Man sieht, ich wippe mit, ist aber auch überhaupt nicht schlimm, ja. Das ist schon richtig hart gewesen heute, weil heute war irgendwie auch von der Nahrung her nicht so viel Carbs dabei. Ich war nicht so fähig, schwere Wiederholungen zu machen. Jetzt, was man hier sieht, das ist dann für den unteren Ansatz vom Bizeps nochmal eine Übung. Und jetzt hier ging es nicht mehr und dann Ganze nochmal gemacht. Das heißt, so eine Art 21, jeder kennt das. 7 kurze, 7 nochmal kurze und dann 7 ganze. Hier waren das eben so ähnlich. Hier schön die Negativen mitnehmen, richtig hoch helfen. Das ist nicht schlimm, solange man einen geraden Rücken dabei macht. Und dann nochmal die letzte. Zack. Ganz schnell hochgewuchtet, aber langsam runtergelassen, um schön hier die Negative mit rauszunehmen, ja. Ja, und dann hier nochmal kurzes Posing mit drin. Also man sieht schon, der Arm ist ganz gut auf Pump. Das ist jetzt nur der Bizeps. Ja, auch wie gesagt, bei mir, der Lat ist eine Schwäche, das sieht man, glaube ich. Ansonsten Arme, Schultern ganz gut. Jetzt kommen hier nochmal Hammer Curls, nur mit dem Seilzug. Ja, ich mache die dann auch nochmal für den unteren Ansatz vom Bizeps. Das ist nochmal zum Leerpumpen. Da hat man einfach diese ständige Spannung. Auch nochmal hier mit dem Tube, richtig geile Übung. Holt nochmal das Maximum raus und außerdem ist es nochmal zum Auspumpen richtig perfekt. Also man schafft da keine ganze Wiederholung mehr. Man kann da nur noch diese Ansätze machen, die aber richtig gut den Pump nochmal reintreiben. Das ist Wahnsinn. Ja. Und auch nochmal schön ans Limit geht das Ganze. Ja, ich hatte noch einen zweiten Satz gemacht davon, also insgesamt 4, der ist aber nicht mehr drauf. Ja. Jetzt kam dann noch ein ganz kurzes Posing, nochmal meine Form nach dem Bizeps-Training jetzt endgültig, ja, kann man hier nochmal kurz betrachten, ja, also auch so, der Arm ist wirklich gut aufgepumpt, das muss es auch sein, der ist richtig leer, das heißt, ich muss ja schon die Ader rausholen, das mache ich immer ganz gut, indem ich mehrere Male nach oben hole den Arm, so wie ich es hier mache mit der Hand, da holt man die Ader raus. Das ist richtig gut. Ja, man sieht hier, es fällt immer schwerer anzuspannen. Jetzt nochmal den Trizeps. Da ist er noch schön definiert. Was, wenn er auf Pump ist, dann komplett nicht mehr so ist. Ja, jetzt nochmal hier den hier und gleich nochmal, glaub, Front Double Biceps. Double ist es nicht, es ist ein einzelner. Ja, trotzdem gut. Und jetzt nochmal von hinten. Zack.
Ja, auch hier die Rhomboiden gut definiert. Bei mir ist immer alles shredded. Jetzt geht es hier schon ja, an das Trizeps-Training am Kabelzug hier, meinem selbstgebauten, praktisch also am Tube. Man sieht hier schön, wie der Trizeps arbeitet. Ich mache die nach unten hin geöffnet zu den Seiten. Hier mit zwei Tube-Stärken drin. Ist auf jeden Fall richtig gut, zieht richtig gut rein. Man sieht hier leider nicht die gesamte Ausführung, aber viel verborgen ist da nicht. Leicht nach vorne beugen, gerade Rücken. Jetzt sieht man hier nochmal, jetzt kommt langsam hier der Pump in den kompletten Arm rein. Das ist echt richtig krass, was man da für Unterschiede sieht zwischen nicht aufgepumpt und aufgepumpt. Hier sieht man, jetzt kommt auch die Ader raus auf beiden Armen, richtig krass. Ja, jetzt sieht man schon, ich kann fast nicht mehr anspannen, weil der jetzt wirklich komplett aufgepumpt ist. Und hier geht es dann schon an den nächsten Satz. Da dürften dann alle drei Tubes drin sein. Jetzt hier nochmal kurzen Pausing. Ich konnte es nicht lassen. Entschuldigung, übrigens, ich kann nicht pausen. Es ist einfach nicht meine Stärke. Auch mein erstes Armvideo hier auf diesem Channel. Wenn es euch gefallen hat, übrigens dann liken, ja. Damit ihr vielleicht mehr seht. Vielleicht mal ein anderes Workout, vielleicht mal Leg Workout, irgendwas. Hier sieht man schön auch nochmal. Der Bizeps ist schön rund und der Trizeps, der kommt auch, der arbeitet hier schön. Am Trizeps kann man ruhig ein bisschen runterdrücken, auch ein bisschen mit dem Oberkörper noch ein bisschen vielleicht mithelfen. Irgendwie kann man immer helfen. Hauptsache, man geht nicht ganz hoch wieder. Also man muss diese Spannung beibehalten. Das ist richtig hart. Immer mal kurz aussetzen. Aber wirklich diese volle Kontraktion mitnehmen und kurz halten. Das ist ganz, ganz wichtig. Und da geht es auch wieder wirklich richtig, richtig hart in den Trizeps. Hier sieht man, da merkt man dann auch, da kommt dann langsam die Form raus beim Training. Das macht richtig Spaß, da zu trainieren. Ja, da kommt dann langsam auch die Masse in den Arm so ein bisschen. Ich weiß gar nicht, was das für ein Arm ist. Das ist, glaube ich, ein 35er oder 36er. Ich bin mir gar nicht sicher. Ich habe ihn seit einem halben Jahr nicht mehr gemessen. Deswegen. Ja, aber trotzdem richtig guter Arm von der Form her. Echt richtig gut am Start. Hier nochmal hintere Schulter. Ja, aber die Pose sieht ein bisschen komisch aus, deswegen habe ich die dann gelassen. Ja, jetzt sieht man hier nochmal Trizeps. Da geht es dann richtig, richtig hart langsam. Das sind noch die letzten, die ich gescheit gemacht habe, wirklich. Dann ist es wirklich extrem schwierig, noch eine gescheite Wiederholung rauszuholen. Da muss man absetzen. Trizeps ist ein bisschen meine Stärke geworden, auch vom Training her. Macht richtig Spaß. Hier sieht man die Ader, die kommt auf beiden Armen raus. Das ist das Ergebnis von 8%, von 9% KFA. Ja, vielleicht bringe ich es noch weiter runter, ich weiß es nicht. Masse wird nicht viel passieren diesen Sommer. Aber ja, vielleicht ja doch ein bisschen mehr Definition noch. So, jetzt die letzten Sätze. Da ist einmal die eine Hand oben, die andere Hand unten. Da trainiert man dann nochmal die Arme so ein bisschen spezifisch. Ja, das ist so eine Technik, die kann ich mal erklären. Das ist ganz gut, um nochmal jeden einzelnen Arm wirklich auszupumpen, um zu verhindern, dass der eine beim anderen viel mithilft. Ja, ist im Prinzip ein super Training gewesen, hat heute richtig Spaß gemacht. Mit der Maske ein bisschen ungewohnt, aber das ging dann halt auch. Ja, deswegen auch hier so viel geschnitten, weil ich halt immer die Pausen rausgeschnitten habe, die ich gemacht habe. So, kurze Pausen übrigens gemacht. Also wirklich beim Armtraining und bei jedem anderen Training zwischen 40 und 90 Sekunden Pause. Genügen, kurzer Schluck trinken, kurz irgendwas, kurz mal kurz auslüften, mal kurz ein bisschen atmen und dann geht das schon. Jetzt nochmal hier zum Schluss ein kleines Posing. Nochmal, wo ihr nochmal die abschließende Form seht, wie sie zurzeit ist. Vielleicht kommt das öfters mal. Ja, man sieht, die Arme, die sind nicht schlecht. Sie könnten größer sein. Das ist halt mein ektomorpher Stoffwechsel, der mir da so ein bisschen Strich durch die Rechnung macht. Ansonsten sieht das schon bisschen brachial aus. Das Trizeps konnte ich dann auch gar nicht mehr gescheit anspannen. Das ging dann nicht mehr. Der war richtig aufgepumpt. Das ist das Problem. Jetzt hier auch noch mal ein bisschen die Lats mit rausgehauen. Kaum Lat, aber trotzdem. Man sieht hier, die Arme sind nicht schlecht mit einem seitlich einfallenden Licht. Hier auch noch mal Double Biceps von hinten. Schön definierte Rhomboiden und hintere Schulter. Und noch mal ein kurzes Leg Posing habe ich noch mit hinten angehängt. Legs sind meine Stärke, ja. Das sieht hier ein bisschen dumm aus wegen dem Licht, das reflektiert ein bisschen, aber das ist, da habe ich die meiste Muskelmasse in den Beinen und vor allem die meiste Definition, weil ich einen genetisch übergroßen Lendenmuskel habe. Ja, das war's auch schon wieder mit dem Posing-Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Haltet euch fit. Wir sehen uns beim nächsten Video und tschüss.